So, ich hoffe, der Schnitt hat sich wenigstens gelohnt, dass jetzt nicht gleich alles zu Ende ist und Heilung M. Ihr zu lange warten musstet, ja, aber ich musste eben schneiden, sonst wäre die Aufnahme zu lang geworden. Die lief jetzt auch zwar in Anführungsstrichen nur 17 Minuten, aber huch. Genau deswegen mache ich die Aufnahme halt stückchenweise. Was ist da kommen? Diese zwei Garzimon. Ich kann mich ja hier überall heilen. Und ich denke mal, es wird jetzt im oberen Geschoss weitergehen, oder? Könnte es mir gut vorstellen, weil wir jetzt hier eigentlich fast alles erledigt haben im unteren Bereich. Ich wüsste nicht, wo es noch weitergehen soll. Kann natürlich sein, dass irgendwo noch eine Tür aufgeht. Aber ich gehe auf jeden Fall erstmal in den oberen Bereich, gucke mir das da an. Denn da besteht auch noch die Möglichkeit, mich einmal zu heilen. Weiches Fell und scharfe Krallen. Richtig nice. Beute, Beute, Beute. Ja, und hier oben ist es eigentlich auch immer relativ chillig. So, einmal heilen. Danke. Wir sehen das ja auch. Rechts ist nicht. Aha, hier ist was aufgegangen. Okay, da müssen wir runter. Giftattacke. Wow. Nice. Die ist ja geil. Hier müssen wir auf jeden Fall runter. Nochmal hier runter? Tatsächlich, es geht nicht weiter. Hui! Ah, gut, man bleibt einfach oben stehen. Kann ich auch runter? Nein. Okay, hier nochmal speichern. Auf jeden Fall. Einmal abgesaved. Und dann wollen wir mal gucken. Dann wird es jetzt wahrscheinlich gleich mal losgehen, wa? Cool. Ein Digi-PC erhalten. Nice, nehmen wir mit. Kommen wir jetzt zu Datamon? In seinem Datenraum, oder? Wo das dunkle Netzwerk zusammenläuft, oder wie sieht das aus? Oh, noch mehr Gegner. Okay, hier kann man runter. Da auch, oh, das ist ein Scherz, oder? Drei Stellen, vier Stellen zum Runterfallen. Oh, jetzt wurde ich laut. Vier Stellen zum Runterfallen. Das ist krass. Okay, ein Schalter. Aha, und eine Tür, die sich öffnet. Was ist denn hier los? Komisch. Toll, ich dachte, es wäre jetzt vorbei und jetzt müssen wir trotzdem noch so weit rennen, aber naja. Das Monokroma möchte ich jetzt ungern fighten. Ich habe den. Oh, Gott sei Dank. Oh, die Szene ist das jetzt. Die Szene. Genau, hier fließt Strom durch und wir haben ja mittlerweile rausgekriegt, dass wir doch, obwohl wir nur Daten sind, sterblich sind. Und Tai sagt sich, ja, komm, passiert schon nichts, aber Izzy klärt ihn jetzt auf, wenn er das anfasst. Lol, die haben das geschnitten. Okay, okay. Kurzen Stopp hier. Normalerweise ist es so, dass die sich erst nicht trauen, das zu öffnen. Weil die wissen, oh mein Gott, sie sind sterblich. Sie sind zwar nur Daten, aber sie können auch sterben. Und wenn sie als Datensatz sterben, sterben sie auch als Menschen. Und deswegen haben die das erst nicht gemacht. Dann wurde Sora entführt. Und die mussten da. Sora wird ja von Datamon entführt. Wegen ihrem Wappen. Und die müssen dann dadurch. Und dann hat sich Tai ein Herz gefasst und das geöffnet. Und das haben sie jetzt einfach hier so in dieser Kürze zusammengeschnitten. So. Das ist jetzt so ganz kleines, kleine Storyline, wie es zum Finale kommt. Kriegen wir jetzt noch mit, wie Etemon gegen Datamon fightet? Ah, da ist Datamon. Nanomon, willst du mich verarschen? Das Ding heißt Datamon. Datamon ist ein richtig krasses Ultra-Digimon. Ja, jetzt erzähl uns keine Märchen hier. Betätige den Schalter. Nein, mach das lieber nicht, Tai. Wir gucken erstmal, ob es hier was für uns zu holen gibt. Alles leer, nur ein. Okay, wir müssen ihn befreien, weil es da weitergeht. Nur ein müder Schalter steht da, liegt da hinten. Tja, machen wir es dann einfach mal, sind wir mal so freundlich.
Datamon ist frei. Ja, jetzt hilft es uns. Oder auch nicht. Datamon hatte nie die Ab... Was? Was? Wir fighten Datamon? Krass. Datamon hat nie die Absicht, uns zu helfen. Datamon wurde von Etemon nämlich eingesperrt. Wir fighten Datamon? Das ist ein Ultra-Digimon. Der reißt uns doch in Stücke. Alter Verwalter, geil. Normalerweise fightet man auch nur relativ kurz gegen das Viech, weil Etemon dazu kommt. Oh, eine Unterstützung, nice. Vielleicht kriegt Datamon ja auch einen Giftstatus. Leider nicht. Ja, weil eigentlich der Datamon bricht frei und die Partner-Digimon werden alle an die Wand geschleudert, bis auf Etemon. Und wir hauen dann mit Sora ab und Etemon kümmert sich dann um Datamon. Konterfallenkarten. Wo sind wir hier bei Yu-Gi-Oh? Konterfallenkarten. Aha. Jetzt die Frage, ist das einmalig gewesen oder macht er das gleich nochmal? Mach mal nur mal großes Horn. Lol. Zähler? Okay, also wäre es viel. Was heißt denn das jetzt? Kann ich ihn gar nicht mehr angreifen? Ich greife jetzt einfach an. Leck mich doch. Bleibt das jetzt so oder hört das auch irgendwann auf? Das ist aber schon krass, ne? Break und Schock gekriegt, ey. Oh, seine Bombe. Der macht aber auch Schaden, ne? Da kannst du ja nichts gegen sagen. So, ich glaube aber jetzt hat sein Zähler aufgehört, oder? Ja, okay. Bomben. Sein Zähler wirkt anscheinend nur eine Runde. So ungefähr. Trifft auch mal mit Coconut Punch. Und dann können wir jetzt noch mal richtig draufhauen. Die Hälfte vom Life schon mal weg. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Okay, Konterfallenkarten. Dann werde ich jetzt mal nicht angreifen. Aus Prinzip. Ich nutze jetzt einfach mal Items, Heilung für Greymon. Du kannst eine Technik machen, Heilung für dich sehr, nee, für Togemon. Ja, jetzt können wir auch angreifen. Komm, dann hat er halt seinen Zähler, was soll's. Nice, hehe, gebreakt. Konterfallenkarten. Konterfallenkarten, ey. Wahrscheinlich macht er das bei jedem Digimon einmal. Könnte ich mir vorstellen. Das ist aber auch ein ganz schöner Schaden, den wir dadurch kriegen, ne? Ich weiß nicht, ob Mega Flame jetzt nicht vielleicht ein Fehler war, weil er den Zähler drauf hat. Ne, okay. Ich dachte, der Zähler würde auch manchmal einfach seine Sachen erhöhen. Nano-Absturz. Okay, ein Massenangriff. Angriff gesunken. Was? Verteidigung gesunken. Oh. Krass, das ist ja eklig. Haha. Ja, komm, von wegen jetzt hier heilen. Jetzt hauen wir das Ding auch weg. Jetzt hat's nur noch so wenig Life. Das Ding geht jetzt baden. Ah, das steht noch. Aber der macht relativ wenig Schaden dadurch und deshalb sollte es eigentlich Giftstatus. Na klar. Alter, was der alles für Schaden macht. Hau ab jetzt, Datamon. Wird sofort zurückgeworfen, wie mit der Energiewelle. Gewonnen. Viel Erfahrung kriegen wir denn dafür wohl? Das war ein Ultra-Digimon, ne? Unser erstes Ultra. Nur 3000. Aber immerhin hat Palmon ein Level Up. Tja, hier, Datamon. Keine Chance. Ja. Ganz schlecht.
Datamon hat Sora entführt. Oh nein. Und weg. Okay. Ach, jetzt haben wir der AI. Okay, sie haben es doch nicht geschnitten. Jetzt haben wir hier das gleiche Spektakel. So, aber jetzt wird Teil das erst deutlich. Gut, dann habe ich ein bisschen was vorweggenommen. So, aber jetzt wird denen auch klar. Oh, hallo Etemon. Ach stimmt. Was zum... Wieso sind wir jetzt wieder draußen? Okay. Ist alles ein bisschen verwirrend. Ich weiß, dass sie noch normalerweise rausgehen. Aber eigentlich, wenn sie Etemon schon sehen, sollte es schon zu einem... Na toll, man hat ein wenige. Sollte es eigentlich direkt schon zu einem Fight kommen. Beziehungsweise, was heißt Fight? Beziehungsweise zu dem Moment, dass sich... Matt und Izzy um Etemon kümmern und Tai dann losrennen kann und Sora rettet. Kommt aber gleich wahrscheinlich. Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss nochmal durch die blöde Pyramide rennen. Ja, komm, ihr labert viel zu sehr, hier Ausrufezeichen. Immer her, hey, komm. Weiß ich nicht, was war das für eine Entscheidung reingehen, oder was? Oh, Biomon. Nee. 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 War kaputt. Er sitzt da oben ganz gemütlich. Ah, und Datamon holt sich Soras Daten. Ja. Das ist alles Story, das habe ich euch alles schon erzählt. Oh Gott, die stehen vor der Pyramide, das ist ganz schlecht. Oh nein. Ich will das nicht nochmal machen. Bin ich denn jetzt gelandet? Oh Leute, nee, oder? Muss ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen? Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Noch mit so einer Dreckstruppe. Och nee, Mann, ey. Ja, dann versichere ich euch, mache ich jetzt erstmal wieder einen Schnitt. Alter, der ist Metallgrämon schon drei Parts lang, ey. Das ist ja nicht wahr. So was Blödes. Ja, du musst dich digitieren, weil sonst hast du ja keine Schnitte. Habe ich wenigstens Gabumon bei mir. Der müsste eigentlich auch dabei sein. Kann ich den wenigstens einsetzen und dann kann ich Tentomon rausnehmen, weil Tentomon ist absolute Nulpe. Netzwerk! Mist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Blickschub trifft beide, na, da müssten beide down sein. Wobei die vielleicht bei Massenangriffen Ikakumon und Kabutilmon besser geeignet sind, wa? Weil die halt Massenangriffe haben. Weiches Fell, von dem ich auch von Gatsimon. Ja, oh nee, was ist denn das für eine Suppe hier? Ach, die macht uns langsamer wahrscheinlich. Hehe, kriegst mich nicht. Ja, komm, Gatsimon ist noch kein Problem. Ist das denn die Möglichkeit? Ach ne, ich muss ja... Nein! Hörst du auf, du musst digitieren. Sonst hilft es uns nichts. Ich muss auf jeden Fall einen Blickschub machen. Und Gomamon digitiert auch und macht dann Nordlicht. Ich merke gerade, ich hoffe, das läuft alles noch, aber der Akku von meinem PC ist extrem niedrig. Ich hoffe mal, wir kriegen das noch hin.
Wenn Sie die Aufnahme abbrichten, müsst ihr euch nicht wundern, dann liegt es am Akku. Okay, kann ich hier so hoch? Muss ich irgendwelche Schalter drücken? Oder komme ich wirklich hier so durch? Ohne, dass ich irgendwas machen muss. Nice! Den haben wir aber noch gecatcht, wa? Haha, ausgetrickst. Habt ihr das gesehen? Ja, Wahnsinn, wa? Was ich alles kann. Oh mein Gott. Okay, das ist der letzte Fight für diesen Part. Danach werde ich erstmal cutten. Das ist, das wird sonst einfach zu viel. Das ist ja schrecklich. Ich verstehe, aber das ist gar nicht so. Na gut, das heißt schrecklich. Es ist gar nicht so schlecht, dass das Ganze auch so einen großen Abschluss hat, möchte ich ja sagen. Lol, 102, haben wir mal kaum Schaden gemacht. Na komm, Ikakumon, wir brauchen mal eben deine Hilfe. Das war ein Frame-Einbruch der allergrößten Güteklasse. Normalerweise so bei um die 30 Frames rumläuft und auf einmal das Ding auf 7 abrutscht, ist natürlich gewaltig. Krass. Feuerarte. Spezialmove von Tyranumon. Jetzt gucken wir mal, wie viel unsere Mega-Flamme abzieht. Doch so viel. Wow. Nice gebreakt. Was haben wir da? Harpune ab hier. Und wir haben eine Unterstützung. Hehe. Und Grimmo macht die jetzt selber nochmal und tschüss Tyrannomon. Alter Schwede. Eieiei. Na gut. Dann würde ich sagen, Leute, mit diesem Bild hier beende ich diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann wirklich mit dem großen Finale. Bis dann.